Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, wo immer Sie uns jetzt zuschauen. Herzlich willkommen hier aus Gütersloh zu unserer heutigen Online-Andacht. Das war eben das Losungswort für den Februar dieses Jahres. Mit diesem Wort heiße ich Sie herzlich willkommen hier vor der Matthäuskirche. Diese Kirche hat einen Namen. Sie ist benannt nach dem Evangelisten Matthäus. Das ist der, der die Bergpredigt aufgezeichnet hat, der uns immer wieder neue Maßstäbe gegeben hat für das gerechte Zusammenleben unterschiedlicher Menschen. Das versuchen wir hier vor Ort in der Gemeinde auch zu leben und umzusetzen. Es ist also nicht gleichgültig, welchen Namen wir tragen. Darüber wollen wir in dieser Andacht miteinander etwas nachdenken. Dazu lade ich Sie und euch jetzt herzlich ein. Und wir tun das im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, dessen Name so groß ist, komm du zu uns. Sieh uns an, wie immer wir heißen. Lass uns in deinem Namen verbunden sein, wo immer wir diese Andacht mitfeiern. Amen. Jesus sprach zu denen, die ihm gefolgt waren: Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Liebe Online-Gemeinde, wo sehe ich nicht überall meinen Namen? Jeden Tag x-mal sehe ich meinen Namen geschrieben. Auf dem Klingelschild neben der Haustür, auf der Signatur unter meinen E-Mails, im Sichtfenster der Rechnung, im amtlichen Schreiben, im Gemeindebrief, manchmal auch in der Zeitung, in einem Liebesbrief oder auf einer Werbemail. Mal freut es mich, meinen Namen zu lesen, und manchmal ärgert es mich auch richtig. Aber niemals lässt es mich ganz unberührt. Es ist ja nicht irgendein Name, sondern es ist mein Name. Mein Name, mit dem ich viele Jahrzehnte schon lebe.
Mein Name, der angereichert ist mit ganz vielen Erfahrungen und Erlebnissen, mit Geschichten und Geschichte, mit Hoffnungen und Enttäuschungen, mit vielen Begegnungen, mit vielem, was ihn, was mich geprägt hat, mit dem, was ich war und was ich bin. Mein Name, der lässt mich niemals kalt, denn ich weiß, wenn der erklingt und wenn ich ihn irgendwo sehe, ich bin gemeint. Ich, als Bewohner meines Hauses, als zuständiger Pfarrer, als Freund, als Vater, als Wahlberechtigter, als Kunde, als Verkehrssünder manchmal auch, als Konsument. Ich weiß auch, mein Name hat in letzter Zeit auch materiellen Wert. Mit ihm wird gehandelt. Er ist Teil von Big Data, von riesigen Datenmengen. Mein Name, nach dem wird geforscht und über ihn werde ich ausgeforscht in meinem Verhalten als Kunde. Da sind unzählige Algorithmen am Werk. So macht es mir keine Freude, wenn mein Name auf irgendwelchen anonymen Werbesendungen geschrieben steht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern. Das bedeutet doch, mein Name, der lagert nicht nur in irgendwelchen Datenbanken auf irgendwelchen Servern rund um die Welt, sondern er ist verzeichnet, gut verzeichnet im Buch des Lebens, im Himmel. Das heißt heute für viele, irgendwo in der Unendlichkeit des weltweiten digitalen Datennetzes. Im Himmel, das heißt aber für den Evangelisten, an einem Ort, an dem kein Schindluder mit dem Namen getrieben werden kann, in dem er nicht missbraucht werden kann, bei Gott. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ob ich mich freue, meinen Namen geschrieben zu sehen, das hängt davon ab, wer ihn schreibt und in welcher Absicht. Mal freut es mich, mal ärgert es mich. Ich kann mich über eine kritische SMS freuen, wenn sie von einem Freund kommt, der es gut mit mir meint. Und ich ärgere mich, wenn ich von jemandem angeschrieben werde, der mich zu seinem eigenen Profit benutzen will. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Hier geht es doch offensichtlich um Beziehung. Der meinen Namen im Himmel geschrieben hat, Gott will mir Gutes. Gott gibt mir Kraft, mich mutig den Schlangen und Skorpionen, so heißt es ja in der Bibelstelle, den Schlangen und Skorpionen entgegenzustellen, die mich vergiften und auffressen wollen, die meinen Namen zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen. Gott gibt mir Kraft gegenüber den alltäglichen Feinden, die mich kaputt machen und die mir schaden wollen, seien es Menschen, Gedanken oder Strukturen. Von solchen bösen Geistern muss ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich bin nicht Teil einer namenlosen Masse. Ich bin nicht eine Nummer unter 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich habe einen Namen und Gott kennt ihn und Gott kennt mich. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Vertrauen ins Leben. Ich muss mich und meinen Namen nicht verstecken. Und ich kann Gottes Namen groß machen, indem ich dafür eintrete, dass Menschen einen Namen bekommen, die zu den Namenlosen gehören, als Flüchtling, als Obdachlose, als namensloses Opfer. Und ich kann Unrecht beim Namen nennen, mutig und frei und offen. Und ich kann denen aufhelfen, deren Name in den Schmutz gezogen wird. Auch denen, die sich selbst nicht mehr ertragen können und ihren eigenen Namen nicht mehr hören mögen. Für sie und für mich und für uns alle gilt die gute Botschaft: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das gilt um Gottes Willen im Himmel und auf Erden, hier und jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir beten. Gott, im Namen Jesu bitten wir für alle die Namenlosen, die auf der Flucht, die unbekannten Opfer, die, deren Name totgeschwiegen wird. Schreib sie ins Buch des Lebens. Wir bitten dich für die, deren Namen in den sozialen Medien verleumdet werden und für die, die sich ihres Namens schämen. Schreib sie ein ins Buch deiner Liebe. Wir bitten dich für die, deren Namen an Krankenbetten steht, für die, deren Namen auf Dienstplänen der Intensivstationen verzeichnet sind und auch für die, die die Namen ihrer Lieben auf Traueranzeigen schreiben müssen. Gib ihnen Kraft und Vertrauen. Gott, zu dir beten wir mit den Worten, die Jesus uns ins Herz gelegt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir nun in diesen Tag. Gehen unter dem Himmel Gottes und auf seiner Erde. Gehen mit seinem Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.